Willkommen zurück zu Bens Hardware und heute mal mit einem etwas anderen Video. Ich stelle euch heute 5 kostenlose Programme vor, die meiner Meinung nach auf jedem Gaming-PC installiert sein sollten. Ich lese jeden Tag Kommentare von Leuten, die einen neuen Gaming-PC gebaut haben und sich dann fragen, was sollte ich denn jetzt eigentlich installieren bzw. was ist überhaupt nützlich? Deswegen stelle ich euch jetzt meine Top 5 vor und wenn euch das Video gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und jetzt noch viel Spaß beim Video. Das erste Programm, das ich euch zeigen möchte, ist HW Info 64 und das ist auch meiner Meinung nach eines der wichtigsten und besten Programme für euer Systemmonitoring. Wenn ihr das Programm startet, seht ihr erstmal dieses kleine Fenster hier. Hier drückt ihr einfach mal auf Run. Dann werden eure Komponenten und die ganzen dazugehörigen Informationen reingeladen und dann solltet ihr das hier sehen. Das hier ist jetzt eine komplette Systemzusammenfassung mit ganz vielen Informationen. Hier seht ihr zum Beispiel unsere CPU, die Grafikkarten, hier können wir auch die zweite auswählen, dann sehen wir auch die 3080, hier haben wir noch Mainboard, RAM und so weiter. Hier auf der linken Seite seht ihr dann nochmal alles deutlich genauer. Hier könnt ihr zum Beispiel eure CPU auswählen und hier seht ihr dann wirklich alle Informationen, die HW Info irgendwie auslesen kann. Das gibt es für die CPU, Motherboard, RAM, die Grafikkarten, Laufwerke, SSDs und so weiter. Also eigentlich für alles. Das wichtigste oder die wichtigste Funktion meiner Meinung nach ist aber hier oben versteckt unter dem Sensor Monitoring. Hier drückt ihr einfach einmal drauf und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier seht ihr jetzt alle Sensoren, die irgendwie von HW Info ausgelesen werden und angezeigt werden können. Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel unsere CPU und hier sehen wir unsere Temperaturen. Wir sehen hier aber nicht nur unbedingt unsere Temperaturen, sondern natürlich auch Spannungen, Package Power und so weiter. Hier wird euch natürlich nicht nur eure CPU angezeigt, sondern hier seht ihr Informationen über all eure Komponenten. Hier haben wir zum Beispiel das Mainboard, hier weiter unten haben wir dann noch unsere SSDs und die Festplatten und hier ganz unten haben wir dann noch die Grafikkarte. Die Werte werden immer in Current, Minimum, Maximum und Average angegeben. Current ist dabei der aktuelle Wert, Minimum ist der kleinste Wert seit Start des Loggings, Maximum der höchste Wert seit Start des Loggings und Average ist der Durchschnitt. Wenn ihr das resetten wollt, weil ihr gerade irgendwie eine Benchmarking-Session macht oder sowas, dann könnt ihr einfach hier unten auf diesen Button drücken und dann werden die Werte zurückgesetzt. Das Programm kann übrigens auch ein Log-File schreiben. Ihr müsst dazu einfach hier unten auf Logging Start drücken. Dann könnt ihr das nach einer bestimmten Zeit wieder beenden und dann wird das Ganze in ein Log-File reingeschrieben, wo ihr dann alles findet, was in diesem Zeitintervall passiert ist. Hier sind jetzt natürlich ganz viele Informationen drin, auch Informationen, die für den normalen User niemals relevant sein werden. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach das beste Tool, um eure Komponenten und euer System zu überwachen. Als nächstes Programm möchte ich euch GPU-Z von TechPowerUp vorstellen. Mit GPU-Z könnt ihr alle Informationen über eure Grafikkarte separat auslesen. Und hier steht wirklich alles drin. Ihr seht hier den Grafikkartennamen, ihr seht hier natürlich die GPU, die Revision, ihr seht das Release-Date, ihr seht den Hersteller, BIOS-Version, könnt ihr hiermit übrigens auch exportieren und noch ganz viel mehr. Ihr seht hier die Taktraten, die maximalen Boost-Clocks und so weiter. Unter Sensoren ist es ähnlich wieder wie in HW Info 64. Hier seht ihr natürlich alle aktiven Sensoren eurer Grafikkarte und was gerade die Werte sind. Zum Beispiel hier sehen wir unsere Temperatur, Hotspot-Temperatur, Memory-Temperatur, Fanspeeds ist jetzt bei meiner irrelevant, weil meine ist wassergekühlt, aber hier würden zum Beispiel auch eure Fanspeeds angezeigt werden. Unter Advanced seht ihr dann auch nochmal viele interessante Sachen. Das sind jetzt sozusagen Werte aus dem Grafikkarten-BIOS. Das Wichtigste oder Interessanteste ist hier zum Beispiel beim Power Limit und beim Temperatur Limit. Beim Temperatur Limit seht ihr zum Beispiel ab wann eure Grafikkarte anfängt runter zu takten und das sind aktuell 83 Grad. Und dann seht ihr noch einen Maximalwert, das ist sozusagen der Wert, auf den wir die Grafikkarte pushen können mit einer externen Software, um dann erst bei 91 Grad herunter zu takten. Und hier seht ihr natürlich auch die Adjustment Range, also wie weit nach unten und wie weit nach oben kann man gehen. Wenn ihr also wissen wollt, wie heiß eure Grafikkarte werden darf, dann könnt ihr das hier ganz einfach nachschauen. Zusätzlich ist GPU-Z sehr gut darin zu validieren, ob eure Grafikkarte wirklich echt ist oder ob dann in BIOS oder so weiter drüber geflasht wurde. Kommen wir zum dritten Programm, nämlich Heaven 4.0 von Unigine. Heaven 4.0 ist ein sogenannter Permanent-Benchmark, womit ihr eure Grafikkarte permanent belasten könnt, um zum Beispiel einen Overclock zu testen. Heaven 4.0 basiert zwar noch auf DX11, ist meiner Meinung nach aber immer noch absolut relevant und wirklich sehr gut dazu geeignet, um eure Grafikkarte
zu testen. Ihr könnt das Programm natürlich so starten, wie ihr es haben möchtet. Es kann Fullscreen sein, Fenstermodus, Auflösung könnt ihr anpassen, Anti-Aliasing und so weiter. Ihr habt hier oben in dem Programm selbst dann auch natürlich noch eine Benchmark-Funktion. Wenn ihr da drauf drückt, dann startet ein Benchmark. Da werden alle 26 Szenen, das seht ihr hier unten, einmal durchgelaufen und am Ende erhaltet ihr einen Score, den ihr dann mit anderen Scores vergleichen könnt. Oben rechts seht ihr dann nochmal Taktraten und Temperatur von eurer Grafikkarte und die FPS. Heaven 4.0 ist zwar schon relativ alt, hat aber meiner Meinung nach immer noch eine ganz klare Daseinsberechtigung. Ich persönlich benutze Heaven 4.0 ganz viel, wenn ich zum Beispiel gerade am Übertakten meiner Grafikkarte bin und es funktioniert bis heute einwandfrei. Wenn wir schon von Übertakten reden, kommen wir jetzt zum vierten Programm, nämlich MSI Afterburner. Mit Afterburner könnt ihr eure Grafikkarte übertakten, überwachen, aber ihr könnt auch euer gesamtes System überwachen. MSI Afterburner geht übrigens für alle Karten, nicht nur für MSI-Karten und es ist auch egal, ob AMD oder Nvidia. Wenn ihr einmal hier unten reinklickt, seht ihr alle Werte, die aktuell gelockt werden. Da ist wirklich alles dabei, CPU-Temperatur, CPU-Takt, Grafikkartentemperatur, alle anderen Grafikkartenwerte, RAM-Werte und so weiter. Ihr könnt diese ganzen Werte auch theoretisch exportieren in eine CSV und aus diesen Daten dann zum Beispiel Graphen generieren. Die Hauptfunktion von Afterburner ist aber natürlich das Grafikkarten übertakten. Ihr könnt hier die Core Voltage anpassen, Power Limit, Temperatur Limit, den Core Clock, Memory Clock, Fanspeed und so weiter. Wenn wir schon von Fanspeed reden, könnt ihr hier zum Beispiel in Afterburner auch eine Lüfterkurve erstellen. Dazu geht ihr auf die Einstellungen, dann hier oben Lüfter, aktivieren der benutzerdefinierten Lüfterkontrolle und hier könnt ihr dann eine Custom Lüfterkurve erstellen. Solltet ihr meiner Meinung nach immer machen, weil die Lüfterkurven der Hersteller meistens nicht so optimal sind. Wenn wir schon in Einstellungen sind, gehen wir mal auf den Überwachungstab. Hier seht ihr dann nämlich alle Werte, die ihr überwachen könnt. Und da ist wirklich einiges dabei. Ihr habt nämlich auch ein On-Screen-Display oder kurz OSD. Hier könnt ihr nochmal festlegen, mit welchem Button ihr das aktivieren wollt. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Und in diesem On-Screen-Display seht ihr dann diese ganzen Werte, die ihr euch hier anzeigen lassen wollt. Wenn ihr zum Beispiel RAM-Auslastung drin haben wollt, drückt ihr RAM-Auslastung an, macht hier den Haken und dann noch hier noch Zeige On-Screen-Einblendung OSD. Ich zeige euch in Heaven jetzt mal direkt, wie das aussieht, dieses On-Screen-Display. Und da haben wir es dann auch schon. Wir sehen hier die FPS, so habe ich das halt eingestellt. Wir sehen die CPU-Temperatur, CPU-Taktrate, CPU-Usage, CPU-Package-Power, RAM-Usage, Frame-Rate, Frame-Time und die GPU-Temperatur plus die GPU-Auslastung. Und ja, das kann man natürlich komplett customizen, was man sich hier anzeigen lassen will. Ist jetzt natürlich fürs Zocken nicht sonderlich sinnvoll, wenn hier so ein riesen Fenster drüber ist, aber man kann das natürlich auch ganz klein machen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dieses On-Screen-Display personalisiert, solltet ihr euch einfach mal auf YouTube nach einem Tutorial umschauen. Das wäre hier jetzt zu ausführlich und ich bin auch nicht der Beste darin, das entsprechend anzupassen. Wird aber auch zum Beispiel in Verbindung mit RTSS, also RevaTuner Statistics Server, gemacht. Gibt es aber wie gesagt ganz viele gute ausführliche Tutorials. Als letztes Programm dann noch das Programm, womit ich dieses Video hier aufgenommen habe, nämlich OBS, die Open Broadcaster Software. Die meisten werden jetzt sagen, OBS, das ist doch eigentlich nur für Streamer, aber OBS kann natürlich noch viel mehr. Ja, ihr könnt damit streamen, das ist auch eins der besten Tools, um zu streamen. Ihr könnt aber auch natürlich zum Beispiel aufnehmen, also ein Screen Recording machen. Dazu könnt ihr einfach hier unten eine bestimmte Szene erstellen, das wäre jetzt in dem Fall einfach mein Bildschirmhintergrund oder mein gesamter Bildschirm. Und ja, ich habe hier die Bongo-Cat noch reingemacht, um das einmal zu demonstrieren, dass ihr sozusagen eine komplette Custom-Szene anlegen könnt und die könnt ihr dann einfach aufnehmen, abspeichern und dann in ein Video weiterverarbeiten. OBS sollte meiner Meinung nach jeder haben, der irgendwie Content machen will und es ist einfach super easy, super umfangreich, es ist kostenlos, man kann damit ganz, ganz viel machen und OBS ist einfach Liebe. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen von mir und Patrick da hinten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Falls ja, würde es mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt kostenlos abonniert und vielleicht einen Daumen nach oben da lasst. Ihr helft mir damit ungemein weiter. Vielen Dank im Voraus an euch alle und bis zum nächsten Mal.